X-Gaming, Spandauer Showdown. Leute, es ist wieder soweit. Nach 1000 Jahren darf ich endlich mal solo casten. Kein Idiot links oder rechts neben mir, der überhaupt keine Ahnung von dem Game hat. Ich muss nur tun, als ob die Leute irgendwas können. Nein, heute bin ich wieder allein. Und ich bin nicht ganz allein, der Raum ist voll. Wir haben hier kein 3-Minuten-Delay, wir haben hier keine Gesetze. Ich darf Nippel nicht zeigen. Und Geschlechtsteile. Aber sonst ist hier technisch gesehen alles dabei. Fakt ist, heute werdet ihr einen epischen Battle zwischen Team Zola und Team Johnny sehen. Das Ganze wird in einem Best of Three stattfinden. Guck mal, wir haben sogar Overlays. Wahnsinn. Ich hab auch den Lobbynamen, habe ich auch schon passend ausgewählt. Johnnys Beerdigung. Finde ich auch sehr gut. Seht ihr das? Das ist nämlich das sogenannte Banter. Das machen die sehr, sehr gut. Da seht ihr übrigens, Johnny hat eine Spitzhacke. Wer geht? Jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch Climb. Wer geht mit einer Spitzhacke klettern? Das ist ja, die Ironie seht ihr ja gar nicht. Mit einer Spitzhacke buddelt man sich in den Boden. Sie richten, weil die sind ja für gewöhnlich, sag ich mal. Nee, kein Minecraft gespielt. Ja. Ihr seht es. Das ist hier ein Konzept gegen das andere. Der eine spielt Shooter, um besser in LoL zu sein. Johnny weiß nicht, wie Kletterausrüstung aussieht. God damn! Oh, First Blood! Nein! So, und Botlane ist auch noch was Schlimmes passiert. Da hat's die Lulu zerberstet. Oh, das ist die Zinni-Klinge sind Zola! Schönes Glänz. Schönes Glänz, aber kannst du deine Seele glänzen? Das ist die Frage. Noch ein Q. Wenn jetzt noch das Q landet, ist GG. Ah! Oh mein Gott! Oh, Zola! Die sind so anders als wir. Na, Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Das Flash-Q, das war einfach nur... Das war eingeflasht. Das werden wir wahrscheinlich noch in 9 Monaten auf Reddit sehen. Ganz oben. How to Flash-Q with Varus. Da hat man sich einen Vorteil erarbeitet. Aber dann... Na, dann hast du dir einfach in die Hosen geschissen beim ersten Date. Ganz schwierige Kiste, aber sehr unterhaltsam. In 5 Jahren vielleicht, wenn du die Therapie überstanden hast. Oh, kein Mana, Botlane, Exhaust geht sofort raus. Goddammit ist dabei, Knockup sitzt ebenfalls. Das muss ein Kill sein. Batz! Er nimmt ihn, aber ist okay. Zola ist hier nicht der Carry, sondern es ist der Kane. Der dringt jetzt ein, das kann natürlich beim ersten Mal wehtun, aber funktioniert. Schöner Stunt. Oh! Oh, der nimmt den. Ganz starke Kiste. Seht ihr das? Muramana schon fertig, wird hier angerufen. Boah, das ist ja eine Frechheit. Ja, Hase, ich kann gerade nicht. Ich kommentiere gerade live auf Twitch/Maxim. Kannst du gucken. Wenn was Wichtiges ist, schreibst du mir, okay? Dann höre ich hier sofort auf. Sehr gut, Wahnsinn. Das Leben ist einfach schön. Wie viel CC hat man denn noch übrig? Oh, da kommt der Pfeil geflogen. Wird Zola ulten? Das ist die Frage. Johnny schon mal sehr, sehr gut immer weggekommen. Und Zola mitten neben dem Tank, aber es interessiert ihn nicht. Doch, es interessiert ihn. Jetzt muss er da hinterher. Oh, dann ist er noch. Nein, jetzt ist er gefallen. Und Zola einmal kurz getan. Nein, er macht einfach eiskalt, weil nur das ist wichtig. Der ADC. Leute, er setzt sich im Teamfight durch. Ich kotze. Na, Wahnsinn. Der macht das hier einwandfrei, der Zola. Was machst du denn? Und du verblutest. Grausam. Zack, schon mal schön Blut gespendet. Hat sehr gut funktioniert. Die Frage natürlich. Na, es werden natürlich auch gern Wetten angenommen. Wann kauft Ohren Schuhe? Wann kommt der Schmied und sagt, Leute, ich habe hier Hufeisen gemacht. Hat der, was hat der für Füße? Können wir mal ganz nah ranzoomen an den Ohren? Das sind irgendwelche... Ich glaube, du musst mal ganz kurz P drücken, wenn er so einen Schritt nach vorne macht. Ja, das sind einfach Klumpfüße so. Ist einfach lost. Er hat auf jeden Fall keine geholt, Leute. Die Frage ist, wann sagt ihm jemand? Wann drückt auch mal der Captain? Tap. Na? Weiß Johnny, wie die Tap-Taste funktioniert? Oder schenkt er auch seinem Team zu viel Vertrauen? Man sieht schon, Zola riesengroß. Flash doch nochmal raus. Wichtiger Summoner-Spell. Ist jetzt aber nicht mehr zur Verfügung. Nautilus dabei, fleißig zu tanken. Und Johnny muss warten. Er muss warten, bis die Ulti wieder da ist. Jetzt kann er zone. Jetzt kann man gar nicht hier wählen. Wer nimmt er? Na, er ist die Seed. Oh mein Gott. Muss flashen. Disgusting. 5 Leute. Schöne Wall, aber die ist winzig klein. So wie Zolas. Na, aber funktioniert die immer noch sehr, sehr gut für ihn. Zolas Gemächt ist übrigens huge as hell, Leute. Ihr kriegt davor Angst. Also ihr könnt Julia anrufen und... Weiß ich nicht. Ihr könnt ja sagen, good luck, have fun. Oh mein Gott, Leute, 27. Minute. Leute, er hat Boots. Es sind die Pappboots. Die sind einfach, die kosten 2 Euro. Da haben 4 Kinder dran genäht. Aber der Pullover daneben, der könnte zu einer guten Kombination führen. Er hat Boots. Ich bin begeistert. 27. Minute. Was ist jetzt das Kommando? Weil ihr müsst ja dazu sagen, ADCs sind Menschen, die doppelt so große Tränendrüsen haben wie ein normaler Mitbürger. Alles verfehlt. Oh, der Bock. Jetzt hat er Schuhe, jetzt kriegt er seinen Kopf nicht in die Ult. Das heißt, wir haben jetzt 5 Ults verbraucht. Ah, die wollen auf Zola, die wollen ihn haben, aber nein, er wehrt sich. Dieser ADC ist ein kleiner Gott.
Wahnsinn, jetzt kommt man hier noch von oben dazu. Syndra mit dem Powerflank. Sola geht sogar rein. Schönes Q. Johnnys Team. Zappé löst sich einfach auf. Goddamn, geht da rein. Aber die kriegen ja ein bisschen die Hucke voll. Unterm Turret könnte es vielleicht... Oh, so Johnny ganz stark. Aber die Ult wurde abgebrochen. Der Freeze zu kurz. Das Team wird deleted. Der Lukas, der geht ab. Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen. Nautilus. Oh, der ist halt so tanky. Das ist einfach disgusting. Varus kommt jetzt von oben nach 1000 Jahren dazu. Macht aber keine Autotex. Wozu auch? Teleport kommt ebenfalls noch dazu. Das GG. Er sagt das GG. Ja, GG. Ah, sehr schön. Läuft doch. Sola! Ich weiß es nicht. Er nimmt sich auch die 50 Gold. Also ganz stark. Muss schon mal einen Applaus raushauen. Gut, wir sehen uns gleich. Und dann hoffentlich mit der Revanche. Hallo. Ich bin bereit. So, es war ein absolutes Fest, Leute. Es hat mega viel Spaß gemacht. Der X-Gaming-Spannauer-Showdown. Zucker mit ein bisschen Karamell obendrauf und Süßstoff. Na, einfach sweet und Zahnschmerzen. Aber die Leute, die waren perfekt ausgeglichen. Wir springen mal in das Game hinein, meine Damen und Herren. Ich bin mega hyped. Und nun ist die Frage, kann Johnny ausgleichen? Kann er scalen? Das ist ein Game, wo wir theoretisch eine halbe Stunde die Augen zumachen müssen, zu Jesus beten, dann wieder ins Game reingehen und hoffen, dass Johnny noch einen Nexus hat. Weil wenn er den hat, dann haben wir eine Chance. Aber hier will... Wait. Nein! 49.000 IQ! Leute, seht ihr das? Oh, der Level 2 Abuse. Johnny muss flashen! Wo kommt der Biss? Er kommt nicht. Warum nicht? Vielleicht war er vorher schon da. Vielleicht auch der Biss nicht genommen. Who knows? Na, da ist der Teddybär da. Akro ist auch ein bisschen da. Ich meine, ich will nicht, dass Johnny gegen den Bullybär stirbt. Aber ich will, dass er stirbt! Ja! First Blood! Ich bin unparteiisch. Aber look at this! Was ein Kacknoob! Der Johnny, der hat einfach 900 IQ. Und dann hat er einfach Kacka gegessen. Na, und ist auf die Top-Lane gegangen und hat ja komplett verloren. Mega witzig. Da hat der Bullybär einfach dem die Geheimratsecken nochmal 6 Kilometer länger gezogen. Mit einem Biss. Rapp. Tot. Bären sind in der Natur der natürliche Feind des Menschen. Das weiß Leonardo DiCaprio ganz genau. Und Johnny sagt sich, jo, ich nicht. Johnny guckt ja auch keine Filme. Riesenproblem. Der Trundle Gang gar nicht so schlecht, aber der Pillar ganz schön dünne. Schön angezogen, den Boy. Ignite ist drauf. Oh, das könnte reichen. Reicht das? Reicht das? Oh, schön, aber nein! Oh, meine Augen! Mega witzig. Die Idee war so gut, bis sie mega schlecht war. Also wenn er jetzt nochmal stirbt, dann müssen wir natürlich über den Arbeitsvertrag bei Freaks4U reden. Weil als Kommentator und Analyst können wir ihn dann nicht mehr benutzen. Die Frage ist... Oh ja. Komm, Oliver. Oh mein Gott! Oh, da geht er hin! Marleen! Fuck. Das ist actually... Schreib schon mal eine E-Mail! Sehr geehrter Herr Schmidt, Sie sind jetzt offiziell Buchhalter. Das ist ja Wahnsinn. Bullybär reimt sich auf, gar nicht so schwer. Na, einfach nur komplett gerechtsklickt und dann weh. Aber es ist natürlich sehr unterhaltsam. Na, es ist einfach unterhaltsam, wenn man sieht, damn, die sind genauso kacke wie ich. Aber ich werde nicht gecastet. Doch der Trundle hier, der Chormeister. Beide sind im goldenen Modus. Sola, oh, der flasht! Für den Kill, verliert aber eventuell zwei Leute. Talon kennt Wände, ja, so wie ich Sprache kann, aber... Oh, Johnny. Oh, okay. Kurze Panik, als ich... Oh Gott. Ich sag mal so. Ich habe jetzt gerade einen Force-Puls gesehen, der meinen Puls zerstört hat. 9:9, wieder ein Game auf Messers Schneide. Das Messer ist natürlich gigastumpf und besteht aus Holz, aber... Guckt euch den Gold... Der Goldunterschied ist quasi nicht existent. Sind noch beide hier im Police-Skin. Und nun, hallo, ich bin Talon, du bist ein ADC. Wir haben uns noch nicht vorgestellt, you dead. So, jetzt geht's rein. Die Frontline ist giga-ready. Die machen genau den richtigen Job, aber kann Johnny da ebenfalls mitarbeiten? Er swappt schon mal, holt den ersten raus. Ist immer noch sehr, sehr gute Life. Will's aber so lernen, der Kampf, nein! Johnny zieht sich zurück, er denkt an das Team. Er geht zum Team, rettet hier seinen ADC. Und jetzt das Sola. Aber er will ihn nicht. Oh mein Gott, er rasiert den Nächsten jetzt als letztes Sola. Sola, run. Ich meine, er hat einen Star. Oh!
Oh, meine Augen! Oh! Oh, Champion Design! Ganz groß geschrieben an der Stelle. Seht ihr das, Leute? Und er ist noch Level 15. Look at this! Er ist giga useless und auf einmal ist er einfach nur Jesus! Alter, Lukas. Hallo, schönen guten Tag, Hacker. Ich möchte Ihnen Damage vorstellen. Da, Sie sind tot. Ja, viel Spaß. Das kassen die Leute. Ja. Er muss noch einen Kill machen. Noch einen Kill, dann ist er Level 16 und dann wird dieser Bildschirm grau. Nur vom Zugucken. Er hat noch Stopwatch. Aber er braucht ein Ziel. Er braucht ein gutes Ziel. Wen soll er nehmen? Er nimmt direkt seinen Erzfeind, den Teddy. Noch ein Dash. Und, oh, der kam nicht nah genug ran. Er muss für das W ran. Na, er braucht das Mana, das ist das Wichtige. Er ist Level 16, Leute. Ja, ihr könnt abschalten. Ihr könnt jetzt einfach irgendwas anderes gucken. Johnny hat gegambelt, er hat geswambelt, er hat gefeedet, aber dann gesagt, Leute, ich habe es geschafft. Ich bin Kasadin Level 16. Ich kann nicht mehr sterben und ihr seid völlig nutzlos. Trundle, oh, look at this. It's not even close. It's not even close. Zack, den nimmt er auch noch. Und der Laser hat gesagt, Johnny, es reicht jetzt. Genug gespielt. Da freut er sich. Und das, Leute, das ist ein Showdown, wie ich ihn mir wünsche. Perfekt. 200 Jahre Combined Game Design Knowledge. Das ist ein perfektes Beispiel, warum ich Kasadin hasse. Wir machen eine Pause und das letzte Game. Oh, das war einfach episch. Bis gleich. So, 1-1. Ein Traum. Ein Skript. Riot Games hätte es besser nicht schreiben können. Wait. Gegen LeBlanc auch? Sollte machbar sein. Wait. Ja, dann let's go. Wait. Wir wollten Sola, also ist jetzt natürlich wir, auf einem Carry sehen, weil das letzte Spiel war so, das war eine Syndra, underlevelte Combo. Diesmal ist das Soraka, das bedeutet, er ist komplett brain dead, okay? Er hat einen Lenker, eine Hupe, da ist der Heal drauf und mehr brauchst du gar nicht. Maus brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr. Das letzte Kasadin-Game hat also Solas letzte Gehirnzelle komplett zerberstet. Und er spielt auf Brain Dead Soraka und verlässt sich dadurch auf die Teammates. Was ein anderer Spielstil ist als Johnny. Johnny sagt, nö. Wait a minute. Oh doch, das hat er nochmal gut gemacht. Jetzt wird er nochmal hart engaged, Lukas. Lukas, goddammit, der flasht für den Stun. Der kriegt das auch hin und da kommt Johnny. Oh, die Kette. Die geht daneben und jetzt sieht man das Lenkrad-Monster. Er heilt ihn einfach hoch. Soraka in a nutshell. Jetzt nicht ganz geschafft. Johnny kriegt trotzdem noch seinen Kill. Er greedet ein bisschen. Er hat Lust auf Lukas. Er will den fertig machen. So unterdessen, wie komme ich jetzt zu meinem Teammate? Ich könnte rüberflashen. Ich könnte Cassio nochmal helfen. Lässt es aber sein. Oha, das ist ein harter Root. Der Soraka hier mega gut gemacht. Er hat einfach die R-Taste gedrückt. Schön hier mit dem Schrei nochmal gearbeitet. Johnny keine Mobilität mehr. Das ist der Volibear. Der Volibear flinkt ihn durch die Gegend. Black Shield ist drauf. Kann nochmal retten. Und jetzt kommt Lukas. Was? Oh mein Gott. 300er Q. Meine Organe lösen sich auf. Aber Lukas, der ist ein bisschen low. Jetzt kommt Sola dazu, die Feuerwehr. Nee, der Krankenwagen, Entschuldigung, ist da. Aber er kann ihn nicht nochmal gegenheilen. Er ist aber nicht tot. Er ist nicht wirklich tot. Schon wieder der Crit. Wie gut ist Lukas, bitte? Triple Kill, Schmibbelbill. Ist ja der Wahnsinn. Ganz stark. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich mag ja Johnny, ja, bester Freund. Aber holy shit, hat Sola ihn geknechtet, gedemütigt und einfach nur komplett outplayed. Oha, der Volibear. Der Volibear will es wissen, die Kette ist dran, aber reicht das für das Raubtier? Die Antwort ist nein! Weil Soraka existiert. Der rennt da nochmal rein. Call the Ambulance! Ambulance! Jetzt ist er down. Gott sei Dank. Der Sturz kommt vor dem Fall, habe ich immer gesagt. Engage geht raus, aber es reicht nicht. Der ist zu tanky, das ist ja noch ein Volibear. Oh, die Leute klummen, aber gigahart. Man will auf Sona, der überlebt das Ganze. Und nun natürlich mit den Healings. Einfach gigatoxic. Beide Carries noch technisch gesehen überleben. Sona ist aber down. Das ist wichtig. Pipero, was macht der? Der steht hier 7-5. Jetzt Sola. Wird er outplayed? Johnny sieht das Ganze. Kette sitzt. Silence ist ebenfalls drauf. Er kann mit dem Q gegensteuern. Keine Möglichkeit, in Stopwatch zu gehen. Wird rasiert. Pipero, ganz wichtige Kiste. Redeemed. 9-5-4. Das sind meine Valorant-Stats, wenn ich gegen Bots spiele. Sola hat so ein schlaues Team zusammengebaut. Das ist, also auf dem Papier ist es godlike. Aber es klappt nicht. Ulte einfach. Redemption kommt raus. Sola, er tut, was er kann. Er versucht, dagegen zu heilen. Auch Siko, bisher noch nicht mit den Carry-Pants dabei. Lukas denkt, Leute,
Leute, unsere Base! Unsere Base! Oh, Seko ganz alleine! Solar kann da nicht gegen ein, drückt nicht die R-Taste. Jetzt kommt das Requiem. Oh mein Gott, Johnny ist tot. Johnny ist einfach exploded, aber der Nexus liegt frei. Kann sein Team den Win holen? Das ist die Frage. Lukas hier ganz, oh, kaputt getankt. Pipero, 12-6. Bronze 1 in den ersten zwei Games und jetzt Silber. Wahnsinn. Johnny ist der bessere Spieler, Solar ist der schlechteste, mit Abstand schlechteste im Spandauer Inferno. Ich fass es nicht. ADCs sacken einfach alles, was mit D anfängt und dann noch weitere Buchstaben kommen, die sich auf reimen. Na, schwierig. Schade, witzig, aber auch traurig.